bei Sturm auf Bushcraft Tour, neue Ausrüstung testen, dazu noch ein bisschen kochen und natürlich wie immer die Natur genießen. Wenn du auf Lust hast, dann bleib einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir mein Camp schon aufgebaut, bin schon ein halbes Stündchen hier, um abzuschalten vom Stress des Alltags. Ihr kennt das auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz das Lager zeigen, denn das ist heute besonders dekadent, denn ich möchte auch ein bisschen neue Ausrüstung testen, wovon die Reviews dann natürlich auf dem Gear-Kanal kommen. Ja, einfach mal unten in der Beschreibung gucken, da seht ihr alles, was ihr braucht. Ja, ihr seht schon, ich habe es mir heute ziemlich dekadent gemütlich gemacht. Wir haben übrigens ordentlichen Sturm, das heißt, falls man immer wieder das Rauschen hört, daran kann ich nichts ändern. Ja, so ist das nun mal draußen in der Natur und heute haben wir echt ziemlich starken Wind, aber relativ angenehme Temperaturen. Wir haben irgendwo bei 10 Grad und kein Regen, beziehungsweise wenn nur mal ganz tröpfelnde Nieselregen zwischendurch. Das Tarp, das ich hier aufgebaut habe und was hier gerade ziemlich hell als Fleck aussieht, während ich und die Matte in einer angenehmen Helligkeit bin, ist eins, das ich zugeschickt bekommen habe. Das werde ich testen. Da gibt es dann, wie gesagt, eben schon mal eine Review. Aber was ich halt geil finde, ist, da wo ihr jetzt gerade steht sozusagen, ja, ich könnte hier noch ein richtiges Lagerfeuer machen. Das ist ein 5x5 Meter Tarp. Das ist schon ganz geil. Macht Spaß auf jeden Fall, wenngleich das Aufbauen auch nicht so richtig Spaß gemacht hat. Aber ich dachte mir, heute mache ich mal hier so einen richtig schönen, ja, bisschen Vorhof. Also ein bisschen gemütlich chillen und so weiter. Und hier könnte man echt zu dritt, zu viert noch irgendwie locker sitzen und keiner würde nass werden. Also das ist sehr angenehm. Natürlich bin ich wieder mit Hängematte unterwegs, mit Kissen, mit Isomatte, die ich auch gerade neu am Testen bin. Es ist wieder fantastisch, was ich alles mit dabei habe für so eine kleine Bushcraft-Tour, wenn man sich es mal so genau überlegt. Der kleine Sunrise ist auch wieder hier unten. Er ist im Moment ein bisschen nervig. Er muss ein bisschen härter durchgreifen, weil er frech wird. Aber das kriegen wir schon hin mit der Erziehung, ne? Und jetzt möchte ich erstmal was kochen. Zumindest was Kleines, damit ich was im Magen habe. Weil ich werde schon langsam genervt. Ich habe es beim Tarp-Aufbauen eben schon gemerkt mit leerem Magen. Also, puh, da werde ich aber sehr schnell sehr, sehr grantig auf jeden Fall. Heute gibt es wieder nur was Kleines. Im Moment bin ich irgendwie draußen nicht so kochaffin, muss ich sagen. Da hatte ich schon mal bessere Zeiten. Aber ich habe mir schon ein paar Rezepte zurechtgelegt, die ich auf jeden Fall dann in nächster Zeit mal machen möchte, weil ich möchte mir draußen wieder ein bisschen mehr Zeit fürs Kochen nehmen und auch wieder was Besseres, Vernünftiges kochen sozusagen. Und nicht immer nur so halbfertige Sachen, ja, wo man nicht wirklich viel kochen muss im Endeffekt. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich nehme mir ja gerne viel vor. Aber demnächst gibt es wieder ein richtiges Kochvideo, ganz bestimmt. Kleine Alufanne, ein bisschen Öl und ein bisschen Camembert. Also im Prinzip einfach nur eine warme Brotzeit. Ei, da kommt der Wind wieder auf. Wie ist denn das Wetter bei euch gerade so in der Region? Ich habe ja gehört, der Süden und Bayern ist ja richtig mit Schnee sozusagen abgesoffen und hatte richtigen Winter. Wir hatten absolut keinen richtigen Winter und mittlerweile habe ich auch aufgegeben zu denken, dass vielleicht noch mal einer kommt. Wie ist das bei euch gerade so? So, der Camembert ist fertig. Dazu habe ich mir einfach noch ein bisschen Brot eingepackt. Deshalb habe ich ja eben gesagt Brotzeit. Ja. Und ein bisschen Frischkäse, Tomate, Basilikum, Aufstrich. So, und jetzt müssen wir das Ganze mal vom Feuer runterholen. Oh, lecker. Guck mal hier, schön knusprig geworden. Langsam ist es übrigens wieder auch so schön, dass man sich so wie ich jetzt einfach auf den Boden setzen kann. Ja, mein Gott, dann wird die Hose halt ein bisschen feucht. Das ist mir aber ehrlich gesagt völlig egal. Ja. Dafür sind diese Hosen da. Wie gesagt, ich trage ja die Armee-Feldhosen, nur halt in schwarz oder blau, manchmal auch in dem Grünton, dem Försterton sozusagen. Eigentlich super. Ja. Mich stört es halt nicht, wenn die dreckig werden, nass, weil die kannst du auch bei 60 Grad locker in die Maschine hauen und für 30, 35 Euro die Hose, das tut auch nicht weh, wenn da mal was ist. Die hier ist jetzt gerade zum Beispiel mal wieder im Schritt gerissen, obwohl das ist eine neue. Dann reißt man schneller im Schritt, weil wenn etwas schon mal repariert ist, dann hält es länger, als wenn man
es gerade neu kauft. Aber das klebe ich oder nähe ich dann demnächst einfach und dann ist wieder alles gut. So, jetzt wollen wir aber mal essen. Sitz. Oh, da ist aber jemand gierig. Habt ihr vielleicht Anregungen sonst für mich, was ihr zum Beispiel gerne draußen kocht, was ich mal nachkochen könnte in einem kleinen Video oder so? Ich habe zwar ein paar Ideen, aber ich würde auch gerne einfach mal hören, worauf ihr so Lust habt oder was ihr so für Ideen habt. Vielleicht können wir ja davon ein bisschen was in die Videos einbinden. So, dann probieren wir doch einfach mal. Siehst du das? Geil sieht's aus, oder? Top. Wenn ich im Wald was gegessen habe, bin ich immer sofort müde, aber total. Und um was gegen die Müdigkeit zu tun, da muss man sich natürlich ein bisschen bewegen, ne? Gehen wir mal eine Runde spazieren. Übrigens steht ein neuer Termin für Heidschnuckenweg gehen. Wahrscheinlich Ende März, weil sehe ja meine Freundin ist im Urlaub, fliegt weg. Und dann gehe ich wahrscheinlich von Montag bis Freitag mit ein bisschen Urlaub schön auf die Wandertour. Endlich mal, wo es mir das letzte Mal ja verhindert worden ist, wegen Krankheit und so weiter und so fort. Da freue ich mich, dass ich das endlich mal in Angriff nehmen kann. Dass ich da auch ein paar neue Ausrüstungsgegenstände dann mal richtig erproben kann. Nicht nur auf kleinen Bushcraft-Touren und sowas. Das wird, glaube ich, super. Und natürlich bekommt ihr auch wieder die Videos zu sehen. Übrigens, ich plane ein bisschen mehr so auch Fahrradtouren, Fahrradtagestouren zu machen. Vielleicht noch damit zwischendurch einmal kochen, irgendeine Art von Rundfahrradweg, ja, so 40, 50, 60 Kilometer, irgendwas in dem Dreh. Interessiert euch das allgemein, wenn ich da sozusagen keine Bushcraft-Tour, sondern eine kleine Fahrradtour machen würde, wo ich dann aber auch zwischendurch koche? Wind, halt doch mal die Klappe. Immer diese Natur, ja, spielt nie mit, wenn man gerade Aufnahmen machen will. Weil da könnte ich generell daraus ein bisschen vielleicht Videomaterial machen. Und wir gehen einfach sozusagen zusammen auf kleine Fahrradtouren, Naturtouren, Kochtouren, Bushcraft-Touren, ja. Aber dann halt auch mal mit Fahrrad, zumindest bei dem guten Wetter. Schreibt mir da gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare zu. Tja, Freunde, der Himmel zieht schon ganz schön zu, denn man sieht es, ich bin deutlich dunkler geworden als vorher. Das ist so das Maximum, was ich noch an Helle rauskriegen kann, bevor das Bild doll anfängt zu kriseln. Das ist halt so, ne? Mit dem starken Wind kommen immer mal wieder Wolken, kleine Regenschauer, aber insgesamt ist das Wetter ganz gut. Ich werde den kleinen Sunrise demnächst nach Hause bringen, um dann wiederzukommen, weil ich möchte mal wieder eine Nacht draußen schlafen. In der Hängematte, das allererste Mal in der Hängematte ausprobieren, hier draußen zu schlafen. Und möchte nicht Sunrise A, bei dem Sturm hier mit im Wald haben. B, ich könnte ihn anleinen, aber wenn dann irgendwas Gefahrenmäßiges oder so kommt, dann könnte er nicht wegrennen. Also Wildschwein, jetzt im deutschen Sinne. Außerdem, wenn ich ihn aber freilaufen lassen würde, dann würde er die ganze Nacht frei rumlaufen. Finde ich auch kacke. Das heißt, ich bringe ihn entspannt nach Hause. Da muss ich mir keine Gedanken machen und kann hier draußen eine Runde pennen. Kann das hier erstmal so aufgespannt lassen. Ich gehe davon aus, dass es keinen hier stört. Selbst wenn jemand den Platz hier finden würde und das sehen würde, würde er nicht sich denken, oh, schön, nehme ich einfach mal alles mit. Das ist ja Quatsch. Und dann komme ich gleich wieder. Ja. Pack mir noch ein bisschen Geheimzutat ein und so weiter und so fort. Und dann ist es ein ganz entspannter Abend hier draußen. Nochmal eine kleine Sache zu dem letzten Video, wo es um die Kuh, die die Wanderin getötet hat, ging. Ich fand es ganz schön, dass insgesamt der Ton relativ freundlich geblieben ist und dass da schon ab und zu mal eine Diskussion entstanden ist. Hat mich sehr gefreut. Das war einfach mal was, worüber ich reden wollte, genauso wie ich mal über den Wolf schon mal geredet habe. Ich mache nicht viel so politische Sachen. Auf dem Kanal habe ich auch irgendwann beschlossen, dass ich das nicht machen möchte. Aber das wollte ich einfach mal machen und es freut mich, dass es alles so funktioniert hat, relativ reibungslos, ohne dass sich jemand an die Gurgel gegangen ist oder dass wir allzu große Beleidigungen hatten. Natürlich, der Ton manchmal mir gegenüber war schon ein bisschen schärfer, aber meine Güte, da habe ich noch ganz andere Sachen erlebt.
Und dann geht's jetzt entspannt wieder einfach nur auf Bushcraft-Tour, ne? Natürlich möchte ich hier draußen auch neue Ausrüstung testen, ja, unter anderem natürlich das Tarp und die Isomatte, auf der ich hier gerade sitze, die relativ bequem ist. Gucken wir mal, wie sich das so in einem richtigen Nachttest schlägt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich wieder. Ja, moin Leute, wie ihr gerade gesehen habt, bin ich zurückgegangen. Bin hier angekommen, es hat schon ein Hering rausgerissen, denn es gibt Unwetterwarnung. Ich werde doch für heute die Sachen zusammenpacken, zu Hause pennen. Morgen kommen wir aber auf jeden Fall nochmal her und schauen uns nochmal alles an, Leute. Tja, meine lieben Freunde, willkommen zurück. Heute ist wieder ein fantastischer Tag. Es scheint die Sonne, also richtig prall. Das tut auch gut mal wieder im Gesicht. Trotzdem geht noch ordentlicher Wind. Da vorne raschelt es ordentlich in den Bäumen. Gestern Abend nach der Tour, nach der Bushcraft-Tour, nach der ich wieder nach zu Hause angekommen war, habe ich den kleinen Samwise, so wie ich es gesagt hatte, erstmal nach Hause gebracht, dort gelassen und habe dann mit meiner Frau geschnackt, die meinte, es gibt Sturmwarnung, willst du wirklich im Wald übernachten? Ich meinte erst so, ja, eigentlich möchte ich schon ganz gerne. Klar, Sturmwarnung ist eine ernste Sache, aber dann fing es auch direkt an zu regnen ans Fenster und dann habe ich entschieden, ich schlafe heute nicht draußen und wir haben dann spät abends zusammen noch die Sachen, die ich hier stehen hatte lassen, um dann dort drin zu schlafen, also mein Tarp- und Hängematten-Setup, wieder abgeholt sozusagen. Ihr habt ja auch die Aufnahmen gesehen von spätabends. Dort sieht man ja einiges an Wasser ist dort runtergekommen. Es hat gewindet ohne Ende, die Bäume haben sich gebogen. Und ja, man kann sagen, einige Äste und auch Bäume sind umgeknickt. Hier in der Nähe ist zum Glück kein Totbaum umgeknickt. Das heißt, wenn ich hier gestern Abend geschlafen hätte, wäre mir nichts Großes passiert. Hier sind ein, zwei Stöcker runtergekommen, die wahrscheinlich vom Tarp aufgehalten worden wären. Das war also in dem Sinne nichts Gefährliches. Aber man weiß ja nie, wo dann die wirklichen Stöcker hinfallen und wo dann auch die Totbäume hinfallen. Deshalb war das Ganze dann so sicherer. Ich finde es schade, weil ich hätte gern draußen geschlafen. Aber dafür dann beim nächsten Mal wieder eine ordentliche Übernachtungstour. Und wie gesagt, bald steht ja dann auch der Heidschnuckenweg an. Ich hoffe, die kleine Tour hat dir trotzdem gefallen. Klar, manchmal ist es halt so, dass alles anders kommt, als man denkt, aber daraus können wir alle eine Lehre ziehen. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchklicken, schöne Bushcraft-Touren zum Angucken. Unten in der Videobeschreibung findest du wie immer meine Ausrüstung in Links. Dort gibt es auch eine kleine Provision, wenn du was kaufst für mich. Dafür danke ich dir jetzt schon im Voraus. Und ansonsten kannst du mich auf dem kleinen Button hier abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und dann verpasst du kein Video, mit Glocke gleichzeitig drücken. Dann kriegst du auf jeden Fall immer die Benachrichtigung, wenn ein neues Video kommt. Ich sag dann mal bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.